Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Fallout 4 und hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja. Und ja, mal gucken, wo es wir. Wir haben jetzt. Ach Quatsch, nochmal von vorne. So, wir haben die Stadtbibliothek hinter uns gebracht und haben jetzt neue Aufträge. Und deswegen gehen wir jetzt nach Hangman's Alley. Das ist eigentlich schon mal so ein bisschen nordwestlich von uns. Ja, wir sind nicht versteckt, wir sind immer noch entdeckt. Ich denke, hier gibt es noch einige tote Ghule. Du suchst Diamond City? Folge einfach den Schildern. Ich will jetzt noch gar nicht nach Diamond City. Ich will jetzt zuerst noch nach Hangman's Alley. Du wirst langsam paranoid. Da ist nichts. Sieht im Moment so aus. Und liegen es doch schön besser an. Weitergehen. Also ich habe gerade mal so gefühlte 5000. Autsch. Raiders kalt gemacht und du. Das Einzige, was dir einfällt, ist. Deine Mutter weitergehen. Nö, also wir haben ja nur schon gefühlt 8000 Mal Vorkriegsgeld eingesammelt. Man findet nicht mehr viel davon. Entschuldigung? Ich kaufe und verkaufe. Zeig einfach mal, was du hast, dann schauen wir, ob wir uns nicht einig werden. Doch, das machen wir. Hast du in letzter Zeit was gehört? Nicht wirklich. Kommen wir wieder auf die erstklassigen Waren zurück, die ich im Angebot habe.
So, dann machen wir handeln. Ich schau's mir an. Schließlich, was hast du an Munition? Besser wie nix. So, adios. Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Was, Sim? Hey! Scheiße, kaputt gegangen. Okay. Nein! Wird mich ja jetzt nicht an meinem Einsteigerschloss hier. So, zwei Stückchen rüber. Nee, noch zwei Stückchen rüber. Jawohl, so. Geschafft. Was? Knallt sie an! Knallt sie alle ab! Jeder Schuss muss sitzen! Okay, jetzt haben wir eine Werkstatt hier in Hangman's Alley gefunden. Und eine Werkstatt erarbeitet. Auf Daten eben. So. Juwel des Commonwealth. So. Für die Freiheit. Sprich mit Preston. Nehmen hängen wir uns alle an. Aktiviere eine Rekrutierungssondestation. Baue und aktiviere. Rekrutierungssendestation. Erstellung, Ressourcen, Schutz. Wachposten, Geschütztürme, Fallen. Strukturen, Türen.
Och Mann. Gerade gar nicht so einfach. So, Entschuldigung. So. Dekoration kann Energie. Nee, kann ich aus. Schutz. Ressourcen. Wasser. Sonstiges. Plünderstation, Brahminfutter, Trog, Handelskarawanenposten, Glocke, Sirene, Schnell. Reiseziel. Nö. Ressourcen essen, auch nichts. Ressourcen Wasser. Aber nur die Sachen. Also alles nichts, was mir jetzt weiterbringt. Läden. Käufer, Rüstung, Waffen, Gastronomie, Klinik, Kleidung. Wachposten. Nicht dasselbe. Geschütztürme. Scheinwerfer. Fallen. Auch nicht dasselbe. Energie, Deckgeneratoren. Das ist alles eine Sache. So, Stecker und Schalter. Licht, sonstiges. Rekrutierungsfunkleit. Strahlen. Und was sollen wir? Rekrutierungssendestation. Irgendwie was anderes, oder? So. Das erste vielleicht jetzt dann doch mal hier. So. Aber scheinbar jetzt nicht das. Naja, ist ja auch nicht das, was ich suche. Stromleitung. Ach. Hm.
Das ist ja nicht das, was ich suche. Ich kann ihn hier nicht anschließen. Kann ich nicht ans öffentliche Stromnetz anschließen? So. Ach, wisst ihr was? Das Problem lösen wir ein andermal. Ich habe jetzt keinen Bock mehr darauf, zu überlegen. Wo was jetzt hinkommt, deswegen sagen wir, sind wir soweit fertig und machen uns jetzt auf den Weg nach Diamond City. Das hatte ich ja eigentlich angeteased. Frag mich nur jetzt gerade, wo ich da hinlaufe. In die falsche Richtung. Aha. So. Genau hier entlang. Wo ist dein Sitzer? Schätze, die werden das nicht mehr brauchen. Sind scheinbar auf dem richtigen Weg. Diamond City ist ausgeschildert. Hallo. Keine große Lust auf einen Kampf gegen Mutanten, was? Kann ich dir nicht verübeln. Das heißen, du kannst das Tor nicht öffnen. Hör auf mit dem Mist, Danny. Verdammt, ich stehe hier völlig schutzlos in der Gegend. Ich habe Befehl, dich nicht ranzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mache nur meinen Job. Garvey, richtig? Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier. Du kannst mich nicht einfach aussperren. Die andere haut ab. Schön mit ihr reden, schön mit ihr reden, schön mit ihr reden. Hallo. Ich hab den besten Schrott im Commonwealth. Ich schau noch mal. So, dann sprechen wir doch jetzt mal hier mit Piper. Du da, du willst doch nach Diamond City, oder? Was? Wer bist du? Psst. Spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch die Lappen gegangen sind? Na gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben.
Ganz kurz Pause. Buch. Ich muss gerade was suchen, um zu versenden. Ich finde es nicht. Scheiße. So, was anders. So, jetzt aber. Das hier, Diamond City. Was ist das für ein Ort? Oh, das grüne Juwel? Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Jeder, der im Commonwealth irgendwie wichtig ist, kommt hierher, hat sich hier niedergelassen oder ist hier rausgeflogen. Eine große Mauer, Stromversorgung, funktionierende Kanalisation, Schulen und ein paar Sicherheitsleute machen Diamond City zu dem riesigen Monster, das es ist. Du wirst es lieben oder hassen. Du wirst schon sehen, da bin ich mir sicher. Komm, gehen wir. Folgen wir der netten Dame doch mal. Piper, wer hat dich denn wieder reingelassen? Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin. Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich. War das eine offizielle Ankündigung, Bürgermeister McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse ausschalten. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Presse- und Meinungsfreiheit waren mir immer wichtig. Sie sind die Basis einer jeden freien Gesellschaft. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Kollege. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Willkommen im großen grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort. Für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen. Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes einreden, ja? Worüber streitet ihr beiden eigentlich? Was glaubst du? Wenn man Lügen druckt, sind alle glücklich. Aber wenn man die Wahrheit druckt... Ich habe jetzt genug davon, Piper. Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell verwarnt. Ja, red nur weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. vom Bürgermeister persönlich in Diamond City begrüßt werden. Fühlst du dich da geehrt? Pass auf, ich habe noch was zu erledigen, aber komm doch nachher mal in mein Büro vorbei. Ich habe da eine Idee für einen Artikel, für den du perfekt geeignet wärst. Okay. Du bist Sullivan, oder? Du bist also der Händler, von dem Piper gesprochen hat, ja? Irgendwie glaube ich, dass sie mich wieder reingelegt hat. Habe ich recht? Nein! Ich wollte dich nicht anlügen, aber es ging alles so schnell. Du bist nicht der Erste, dem Piper einen Haufen Ärger angebracht hat, auf den er ganz und gar nicht vorbereitet war. Danke, dass du ehrlich zu mir warst. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich euch beide einfach reingelassen.
Aber der Bürgermeister hat hier das Sagen. Und du hast ja gesehen, wie sauer er ist. Ja. Naja, wie dem auch sei. Willkommen in Diamond City und so weiter. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Hey, Sullivan. Wenn du was brauchst, musst du mit dem Bürgermeister sprechen. Bürgermeister McDonough war immer gegen die Minutemen. Ich habe nie ganz verstanden, warum. Ja, ich auch nicht. Das schauen wir uns gleich an. So. Das ist also Diamond City. Hey, Kleine. Wie verkauft sich die Zeitung so? Naja, die Presse läuft auf Hochtouren. Der Motor wird bald den Geist aufgeben, wenn wir ihn nicht ersetzen. Ach, das sagst du schon seit Wochen und das Ding läuft noch. Mach dir nicht dauernd so viele Gedanken. Ich muss ins Büro. Ruf mich, wenn du wütende Politiker auf dem Weg zu uns siehst. Warum? Stimmt was nicht? Piper? Wir reden weiter, sobald ich mich vorbereitet habe. Kostenlose Zeitung für Neuankömmlinge. Wenn dich das Institut nachts holt, haben wir dich immerhin gewarnt. Das Institut? Du hast noch nie was vom Institut gehört? Nein. Sie holen sich nachts Leute und man hört nie wieder was von ihnen. Steht alles in der Zeitung. Solltest du besser lesen, bevor sie dich auch erwischen. Willst du vielleicht was sagen, Mister? Wer ist denn verschwunden? Entschuldigung, dass ich immer abgelenkt bin. Wird nächste Woche nicht passieren. Versprochen. Heiliges Ehrenwort. Also pass besser auf. Das Institut ist da draußen. Und sie machen bestimmt auch nicht vor dir Halt. Wie gesagt, steht alles in der Zeitung. Ich glaube dir ja. Danke. Du bist echt ein verlorenes Schäfchen in der Wolfshöhle, Mister. Die synthetische Wahrheit hinzugefügt, okay. Nett. Du solltest die Zeitung lesen, Mister. Glaub mir. Wenn irgendwer in Wahrheit eins von diesen Dingern ist, dann sei einkaufen? Kein Problem. Da bist du. Hallo. Oh, wow. Du bist aber groß. Ich habe gehört, dass es im alten Theaterviertel eine Bar nur für Raider gibt. Das Combat Zone. Würde mich an deiner Stelle von der Ferne. Wenn du McDonough mit deinem Rasiermesser schneiden würdest, würde er bluten. Das hat gar nichts zu sagen. Hi. Oh, hallo. Wieder jemand Armes und Dummes aus Diamond City hier, um sich ein paar Reste vom Tisch zu erbetteln? Ich bettle nicht, du alte arrogante Hexe. Okay, dann tu eben so, als wärst du jemand Wichtiges. Das hier langweilt mich. Warum verschwindest du nicht einfach? Dann käme ich ja nicht mehr in den Genuss deiner wundervollen Gesellschaft. Mach, was du willst. Ich bin fertig mit dir. Hi, Mrs. Cotman. Gehst du mir schon wieder auf die Nerven? Du schon wieder? Jetzt hau ab. Husch! Ich batsch die gleich. Gehen wir mal in John und Katies Haus. Was gibt's? Ich bin müde, Schätzchen.
Oh je, dieser Frau kann ich nicht zuhören. Hey, Kathy. Okay, ich hab zu tun. Wenn du einen Haarschnitt brauchst, der Salon hat ab morgen früh wieder auf. Okay. Dann leckt's mir am Arsch. Dann hauen wir ab. Keine Bewegung, Zünd. Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Halt. Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Sünd. Nicht schießen, um Himmels Willen. Wir sind eine Familie. Nimm die Waffe runter, sofort. Er ist ein Sünd. Er wird uns alle töten. Dann schau mal bei Kellers Keller vorbei. Kyle, nein! Okay, die Show ist vorbei. Es gibt keine Sünds in Diamond City, hört ihr? Nur euch und eure Scheißparanoia. Hey. Er hatte eine Waffe auf mich gerichtet. Mein eigener Bruder. Was ist passiert? Ich bin kein Sünd. Ich hab's ihm gesagt, immer wieder. Warum hat er mir nur nicht zugehört? Ich brauche eine Minute. Hast du jetzt die Minute? Mein Gott. Kyle. Was steht ihr da alle noch rum? Kümmert euch endlich um euren eigenen Scheiß. Hi. Der Mauer sei Dank, es ist vorbei. Oh mein Gott. Einfach. Entschuldigung. Scheiße. Oh mein Gott. Glaubst du dieser Typ? Einfach. Die Leute in der Stadt erschrecken sich vor ihrem eigenen Schatten. Ich sage, die sollten sich mal entspannen. Vielleicht geschlossen, aber Diamond City Surplus hat 24 Stunden am Tag geöffnet. Was verkaufst du hier? Was verkaufst du hier? Alles, Sir. Miss Myrna beschafft die ausgefallensten Waren von bester Qualität aus dem gesamten Commonwealth. Wir kaufen auch nicht mehr benötigte Gegenstände an, die sie mit sich führen. Und wir haben rund um die Uhr geöffnet. Keine Sorge, ich kann den ganzen Hansen. Schau mal, was du hast. Nur Waren von höchster Qualität. So, gucken wir da mal. Was hat er an? Was hat Percy denn bitte schön an? Munition. So. Handel bestätigen, jawohl, fertig.
So. So weit, so gut. Ah, nee, so komm ich da raus. Officer? Zurücktreten, Plünderer! Ich verstehe, Officer. Ich wollte nur wissen, was passiert ist. Hast du das Geschrei nicht gehört? Der Typ hat seinen Bruder mit einer Knarre bedroht, weil er ihn für einen Sinti hielt. Die Zeitung ist schuld. Die hat die Leute in Panik versetzt und ihnen weisgemacht, ihre eigene Familie würde durch Maschinen ersetzt. Es tut mir leid, dass du in die Sache verwickelt wurdest, aber es ist vorbei, okay? Tu einfach so, als wäre nichts passiert. Ist besser so. Okay. Ich kann nicht. Entschuldigung. Warum hat er nicht auf mich gehört? Weitergeben. Hey, Officer. Hier gibt's nichts zu sehen. Hey, Officer. Weitergehen. Entschuldigung? Ich versuche hier gerade meine Freizeit zu genießen. Hey, Solomon. Du musst das Leben so nehmen, wie es kommt. Kaum zu glauben, dass du das wirklich isst. Es gibt nur eins, was man im Dugout in kaufen sollte, und das ist der Schnaps. Ich muss auch mal was essen. Was erwartest du denn bitte? Ein echter Sohn von Diamond City ist am Nudelstand. Doktor? Du hast einen wunderbaren Knochenbau. Komm doch mal im Mega Surgery Center vorbei. Okay. Den Armachspruch kann ich jetzt auch noch nicht. Hey, Süße. Das ist aber ein echt total schöner Knochenbau. Mann, wie bescheuert. Damit sie die Radio. Was habe ich dir denn gesagt, Shane? Das Wasser im See muss sauber bleiben. Zwing mich nicht, deinen kleinen Stand zu schließen. Jeder Tropfen Wasser, der aus diesem Filter kommt, ist hundertprozentig rein. Warum wird ein aufrechter Geschäftsmann wie ich ständig von den Stadtbehörden schikaniert? Das ist gesundheitsgefährdend, Cheng. Das ist gewinngefährdend, das sage ich dir. Ich verwalte das Wasser. Und das, ohne dass ihr euch einmischt. Danke vielmals. Hallo. Ich kann gerade nicht reden. Ein andermal. Hä? Ein Kind kümmert sich also hier um die Wasserversorgung. Wir müssen hier raus, bevor wir uns in die Kinder verbringen. Ach, ein bisschen Ghoul schadet nie. Ghoul ist cool. War mal ein Stadion, hä? Nee, ne? Dass ich das jetzt erkannt habe. Abbots Haus. Nee, ich gehe jetzt nicht in die Häuser gucken. Ich wollte mich jetzt nur hier zuerst mal hier so ein bisschen umgucken. Da pflanzen sie Zeug an. Die Stadt ist wirklich schon organisiert. Also, das muss man jetzt gerade mal ernsthaft zugeben und da werden Bram gezüchtet und da hat mal der HSV gespielt oder was? Hören wir der Ansprache gleich mal zu. Etwas zu dem Thema sagen, das euch sicher alle beschäftigt. Dieser widerliche Artikel, den Piper da geschrieben hat. Diamond City ist seit über 150 Jahren vereint.
Und es gibt zwei Dinge, die diese Einheit gewährleisten. Zum einen der große grüne Wächter hinter mir, die Mauer, unser Beschützer und Retter, der uns vor dem Schmutz da draußen bewahrt. Und zum anderen unser Glaube an und unser Vertrauen untereinander. Sie haben uns Wohlstand, Sicherheit und Bildung für jeden Bürger gebracht. Und auch wenn die Zeitung mit dem Finger auf Sünds und andere Gespenstergeschichten zeigt, werden wir nicht zulassen, dass unser Vertrauen verloren geht. Ich möchte, dass ihr jetzt alle ganz genau zuhört. Ich bin kein Sünd. Ich bin immer noch derselbe Junge, der hier in diesen Straßen aufgewachsen ist, der in einer Hütte am Ufer zur Welt gekommen ist, als Kind von Martha und Patrick McDonough. Und ich werde meine Stadt nicht im Stich lassen, nur weil die Presse sich hinterhältige Beschuldigungen einfallen lässt. Gott schütze diese Stadt. Gott schütze die Mauer. Er redet vielleicht ein Mist. Sieg nur keinen applaudieren. Ein Neuankömmling, was? Sprich mit Abbott an der Mauer, wenn du eine Geschichtsstunde willst. Bürgermeister McDonough? Genieße deinen Aufenthalt in Diamond City. Und jetzt, entschuldige mich. Okay. Okay. Ich glaube, ich muss mir mal die Stadt demnächst von oben angucken, dass ich hier mal einen Plan über... Hast du die Zeitung gelesen? Verdammte Sünds. Verstecken sich mitten unter uns. Kellogg's Haus. Dass ich das Schloss knacken kann. Da fahren wir jetzt noch hoch, dann beenden wir die Folge und dann sehen wir uns nächste Woche Montag wieder bei einer neuen Folge Let's Play Fallout 3. Wirklich eine schöne Wohnung eingerichtet. Also, das muss man jetzt mal ernsthaft zugeben. Der Bürgermeister. Groß, geräumig, hoch über allem. Der totale Überblick. Officer? Mach keinen Blödsinn, wenn du in der Nähe des Bürgermeisters bist. Verstanden? Alter. Hast du mich jetzt versucht zu bedrohen, oder was? So, dann nutzen wir den Aufzug noch runter. Ja, in der nächsten Folge erkunden wir einfach mal die Stadt und gucken... ja, was wir noch so erreichen können. Oder könnten. Aha. Wenn du was brauchst, musst du mit dem Bürgermeister sprechen. Geh rein. Leck mich am Arsch, wie perfide. Auf der einen Seite wie perfide, auf der anderen Seite. Hallo, geht's noch? Die Stadt wird jetzt angegriffen. Die brauchen durchs Tor durch.
Und dann können sie im Aufzug hoch und haben die ganze... Von oben herunter auf die ganze... Ah. Ein Schlagholz, das ist eine Waffe. Red mal mit Mo Cronin, er kann dir eins verkaufen. Das mag ich an dir, Wellingham. Du weißt, was du bist. Und du versuchst gar nicht, etwas anderes als hilfreich zu sein. Nicht wie die Leute da unten. Die Arbeiter aus dem Lower Field wollen immer Sachen, die sie sich nicht verdient haben. Eine scharfsinnige Beobachtung, Sir. Lassen Sie mich doch bitte Ihr Glas füllen. Danke, Wellingham. Ich wurde zwar programmiert, um zu dienen, hallo. Aber bei Ihnen ja mache ich das nur mit Abscheu. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie bereit für Ihre Bestellung sind. Gibt es ein Problem? Gar kein Problem. Meine Programmierung schreibt mir vor, dass ich jeden Gast in der kolonialen Kneipe bedienen muss. Selbst die, die hier ganz offensichtlich nichts zu suchen haben. Nur damit Sie es wissen. Meine Sensoren haben festgestellt, dass Sie eindeutig zu wenig Klasse für dieses Etablissement besitzen. Zeig mal, was du so hast. Hier unsere Karte. Komm, macht mal, dass du Land gewinnst. Colonial Tafels, okay. Colonial Cooks und Hostel Lemon. Okay. Ich hab mich schon gefragt, ob du noch kommst. Ja, ich bin's. Ich muss mein Gesicht hier verstecken. Leute wie ich dürfen hier nicht sein. Also, kommen wir zum Geschäftlichen. Diese riesige Glaswand, die da über Diamond City thront, ist das Büro des Bürgermeisters. Die meisten wissen nichts davon, aber darunter befindet sich ein Tresorraum. Der Bürgermeister hockt mittendrauf. Das ist unser Ziel. Der Typ hat es nicht anders verdient, wenn du mich fragst. So wie er meine Leute behandelt, hat er vielleicht noch was Schlimmeres verdient. Was ist da drin? Was ist da drin? Kronkorken, Medizin, Nahrung. Genug, um die Stadt am Laufen zu halten. Es sind Sachen, die wir wollen. Sachen, die jeder will. Wenn du mitmachst, wirst du schon deinen Teil bekommen. Okay. Also, was sagst du? Sollen wir die kleine Party hier etwas vergrößern? Ich habe meinen Typen für Technik ausfindig gemacht. Sein Name ist Mel. Und er ist hier in Diamond City. Der Typ kann für jedes Problem das richtige Spielzeug herstellen. Das Ding ist nur, er sitzt gerade etwas fest. Du musst ihn rausholen. Ich kann mit meinem Gesicht nicht einfach bei der Diamond City Sicherheit aufkreuzen. Selbst mit Maske nicht. Wenn du meinst, dass wir den Typen unbedingt brauchen? Glaub mir, er ist genau der Richtige. Knack ein Schloss, klau einen Schlüssel, bestich eine Wache. Das Übliche. Hol ihn einfach da raus. Okay. Hol Mel aus dem Gefängnis. Bobby. Mel nützt uns nichts, wenn die Diamond City Sicherheit sie eingesperrt hat. Hol ihn da raus. Ich gehe jetzt noch an einen anderen Ort.
Manchmal muss man sich echt fragen, ziemlich dicke mit dieser sich denn überhaupt oder? Noch jemand? Es ist, die tut, muss noch Feinde haben, oder? Was? Meinst du die Well und Han Detective Agency. So, da gehen wir jetzt noch rein, bevor wir jetzt aber mit dem sprechen. So, an dieser Stelle speichern wir jetzt noch einmal ab. Sehen uns in der nächsten Folge nächste Woche Montag 20 Uhr wieder. Dann erforschen wir weiter Diamond City. Macht's gut. Bis dahin, euer Replika 666.